Sitzheizung, Kaffeehalter, Navi, vieles mehr. Im Auto bleiben ja kaum noch Wünsche übrig. Aber so ein paar Sachen müssen die Autofahrer dann doch noch selber übernehmen. Zum Beispiel die Scheibenwischblätter mal wechseln oder das Öl. Aber wie oft ist das eigentlich nötig? Oder wissen Sie, wo die Nebelschlussleuchte ist, wenn man sie braucht und wann man sie überhaupt anschalten soll? Hier kommt unser Sicherheitscheck. Wo findet man eigentlich die Nebelschlussleuchte, wenn man sie in der dunklen Jahreszeit braucht? Wann muss man die Scheibenwischblätter wechseln, damit sie auch bei Regen und Schnee noch für freie Sicht sorgen? Und was hat die Klimaanlage eigentlich mit dem Winter zu tun? Gerade jetzt müssen Autofahrer auf vieles achten. Doch manche Pkw-Besitzer haben einige Wissenslücken, wenn es um ihr Auto geht. Also gut kenne ich mich nicht aus, aber es sollte schon alles funktionieren, damit das Auto fährt. Ich sag mal, das Grobe könnte ich mir vorstellen, das kriegt man noch hin, aber ansonsten sage ich Werkstatt. Nein, ich fahre es am liebsten und technisch, das muss anders laufen, ja. So geht es vielen Autofahrern. Dirk Balkhausen, Prüfingenieur vom TÜV Rheinland, kennt die Wissenslücken. Man sollte wirklich Acht drauf geben, dass man das Fahrzeug wirklich immer winterfest macht, dass man auch Vorsorge betreibt, Nachsorge betreibt, damit das Fahrzeug am lange erhalten bleibt und dass es auch sicher bleibt vor allen Dingen. Der Kfz-Experte testet Autofahrer zum Thema Pkw und Winter. Sie haben eine Klimaanlage verbaut im Fahrzeug? Ja, das ist richtig. Was würden Sie denn sagen jetzt zu der kälteren Zeit? Würden Sie die Klimaanlage eher ausschalten oder würden Sie sie eingeschaltet lassen? Ja, also die Klima habe ich eigentlich nur im Sommer an. Ein weit verbreiteter Irrtum. Warum eine eingeschaltete Klimaanlage auch im Winter wichtig sein kann, erfährt Mercedes-Fahrer Wolfgang Kalbe vom Kfz-Experten. Darf ich Sie einmal ganz kurz zu Ihrem Auto ansprechen? Gerne. Die Klimaanlage, wenn man sie eingeschaltet hat, hilft auch noch ein bisschen im Verschleiß innerhalb der Klimaanlage vorzubeugen, weil das Kältemittel auch noch mal eine schmierende Wirkung hat und somit der Verschleiß geringer gehalten wird. Ah ja, hat man wieder was gelernt. Dirk Balkhausen erklärt dem 76-Jährigen aber noch einen weiteren Vorteil. Die Klimaanlage ist eingeschaltet. Ja. Und jetzt sollte quasi, auch wenn die Scheibe beschlagen wäre, die Scheibe schneller wieder frei werden, als wenn man nur mit der normalen Lüftung arbeitet. Ja. Die Klimaanlage kann feuchte Pkw-Innenraumluft trocknen und so für freie Scheiben und Spiegel im Auto sorgen. Für freie Sicht sind auch funktionierende Scheibenwischer wichtig. Aber wann sollten die Wischblätter eigentlich gewechselt werden? Sie haben hier bei Ihrem Modell ganz gut zu erkennen, hier vorne einen Punkt. Der leuchtet jetzt so gelb mit einem Dreieck und einem Ausrufungszeichen. Ja. Das war vorher mal schwarz. Da konnte man das nicht erkennen. Und jetzt durch die Witterungseinflüsse, durch die Sonnenstrahlen, ist quasi dieser Indikator verfärbt. Und der zeigt Ihnen jetzt an, dass es doch mal langsam Zeit wird, die Scheibenwischer zu tauschen. Dann wird der gelb der Punkt? Genau, der verfärbt sich. Da bin ich aber jetzt, das ist ja schön zu wissen. Der Signalpunkt verdutzt Monika Zoremski. Kfz-Experte Dirk Balkhausen kennt noch einen Trick, der beim Wischblätterwechsel als Orientierung dient. Oder man kann noch mal den Scheibenwischer einfach mal anheben und kann einfach mal mit dem Finger hier so ein bisschen an der Wischlippe entlang führen und mal gucken, ob irgendwo Risse, Beschädigungen entstanden sind. Gut. Ob das Material schon hart spröde geworden ist. Das heißt, da müsste ich jetzt mich um neue bemühen. Da sollten Sie langsam mal gucken, einfach mal neue Wischerblätter zu montieren. Gut, schön. Und dann geht es um die richtige Beleuchtung im Winter. Bei der 23-jährigen Viktoria Stock prüft er das Wissen rund um die Nebelschlussleuchte ihres Kleinwagens. Können Sie mir denn erzählen oder zeigen, wo Sie Ihre Nebelschlussleuchte einschalten würden? Also ich vermute links neben dem Lenkrad. Ich habe es zwar noch nicht gemacht. Aber setzen Sie sich mal einfach in Ihr Fahrzeug, wir gucken mal einmal. So, ich würde schätzen, dass es die Taste ist. Genau. Und dann haben Sie auch da oben in dem Instrument einmal die orangene Kontrollleuchte, dass die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist. Wann muss man denn die Nebelschlussleuchte einschalten? Wenn es nebelig ist? Das ist nicht ganz richtig. Viktoria Stock ist aber mit dieser Wissenslücke nicht alleine. Ich weiß nicht, ich fahre nicht viel Auto und für meine Ansprüche reicht es. Nein, da müsste ich meinen Enkel fragen. Die haben die Prüfung, die theoretische Prüfung etwas noch nicht so lange, vor langer Zeit gemacht wie ich. Vor allen Dingen, wenn die Sicht sehr, sehr schlecht ist und außerhalb praktisch geschlossener Ortschaften.
Dort und bei einer Sichtweite unter 50 Metern darf die Nebelschlussleuchte benutzt werden. Für viel Unsicherheit sorgt auch die Wahl des richtigen Motoröls. Könnten Sie mir denn sagen, was für ein Motoröl Ihr Fahrzeug benötigt? Wenn Sie jetzt nachfüllen müssten, was müssten Sie für eine Sorte nachfüllen? Muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich weiß, dass es Unterschiede gibt, aber ganz ehrlich, was jetzt da eingefüllt wird, weiß ich nicht. Ja. Und warum nicht? Weil es einfach bei uns in der Werkstatt gemacht wird. Ja. Susanne Walter fährt ihr Auto seit 7 Jahren. Dass die richtige Ölsorte im Fahrzeugheft steht, erklärt ihr der Experte. Dirk Balkhausen hat noch einen weiteren Tipp, woran die Dortmunderin erkennen kann, welches Öl für ihren Mercedes das richtige ist. Sie haben sogar den Vorteil, Sie haben von dem letzten Ölwechsel einen Ölzettel hier hängen. Genau. Da steht dann auch genau drauf, was für ein Öl Sie benötigen. Ach, das stimmt, ja, welche genau. Welche Viskosität? Das wäre hier 5W30. Die Viskosität beschreibt die Zähflüssigkeit des Motoröls. Der Kfz-Experte erklärt Susanne Walter auch, worauf die Zahlen der Ölbezeichnung hindeuten. Die Zahl vor dem W, das für Winter steht, gibt an, wie das Öl bei winterlichen Temperaturen fließt. Je kleiner sie ist, desto dünnflüssiger ist das Öl bei kalten Temperaturen. Die Zahl nach dem W beschreibt, wie gut sich das Öl bei hohen Temperaturen verträgt. Je größer sie ist, umso höhere Temperaturen verträgt das Öl, ohne dass der Schmierfilm abreißt. Neben den Temperatureigenschaften gibt es aber noch weitere Komponenten, die bei der Wahl des Motoröls eine Rolle spielen, zum Beispiel die Langlebigkeit. Deswegen lieber immer ins Herstellerhandbuch schauen und der Empfehlung dort folgen. Letzter Tipp für Pkw zur kalten Jahreszeit, der Steinschlag-Check. Steinschläge sollten schnell repariert werden. Wir haben im Winter viel auch mit Streusalz zu kämpfen und gerade eben das Wasser in Verbindung mit dem Salz auf der Motorhaube bei Lackbeschädigungen reicht dann teilweise bis an die metallische Oberfläche der Motorhaube ran und somit kann es in Verbindung dann zu Korrosionen kommen. Der Lack blüht in dem Bereich immer weiter auf, die Korrosion schreitet immer weiter fort und man kann das eigentlich ganz einfach mit einem Lackstift schon mal vorab beheben, dass man da dann ausbessert. Wer sich aber für Lackreparaturen, Wischblätterwechsel und Co. ein bisschen Zeit nimmt, fährt mit seinem Auto sicher in der kalten Jahreszeit.